Hallöchen Leute und willkommen zurück an diesem Briefkasten hier. In Nier. Ja. Ah, der letzte Part war für mich ein wenig aufregend und überhaupt nicht unter Zeitdruck und überhaupt nicht nervig. War vielleicht jetzt nicht meine Meisterleistung, aber hey, komm. Im letzten Part haben wir nämlich geangelt und das Angeln mit dem Spiel ist eine absolute Katastrophe. Und sollte ich jemals ein Video machen, werde ich ganz genau erklären, wie das Angeln funktioniert und dass es Bullshit ist, so wie es dir das Spiel erklärt. Damit ihr Bescheid wisst. Naja, auf jeden Fall, unser neuer Auftrag ist jetzt, zum Müllberg zu gehen. Und tatsächlich machen wir recht guten Progress im Spiel. Ich hätte gedacht, wir kommen mit dem ersten Teil des Spiels erst langsamer voran. Aber wir sind doch schneller unterwegs als gedacht. Gehen wir mal in die Taverne. Oh, hier ist Devola. Reden wir mal mit dir. Hey. Oh, hallo. Darf ich dich zu einem Getränk einladen? Ein bisschen früh, oder? Ha, was macht das schon für einen Unterschied, wenn man an einem Ort lebt, an dem die Sonne nie untergeht? Ich liebe diese Taverne. Sie ist das Zentrum des ganzen Dorfes. Die Leute kommen her, um auszuspannen, Geschichten auszutauschen oder gar nach Arbeit zu suchen. Komm zurück, wann immer du Zeit hast. Mach ich gerne, Devola. Mach ich gerne. Na komm, reden wir mal hier. Hey, habt ihr einen Moment Zeit? Ich hätte da eine Aufgabe für euch. Ich bin selbst gerade ziemlich beschäftigt, aber wenn ihr bezahlt, höre ich gerne zu. Na schön. Hör zu, meine Großmutter hat kaum noch Medizin und ihr müsst ihr ein paar Zutaten für mich sammeln. Ich benötige 3 medizinische Kräuter, 3 Beeren und 3 Königsfahne. Ihr müsst wirklich womöglich das Dorf verlassen, um alles zu finden. Daher hoffe ich, es macht nicht allzu viele Umstände. Ja, komm, nehmen wir mal an. Okay, bestellt eurer Großmutter schöne Grüße. Ich werde bald zurück sein. Das war wohl doch nicht dann das Gespräch, was wir führen sollten. Hey, habt ihr jemals Devola und Popola singen gehört? Klar doch, Devola singt hier andauernd. Das meine ich nicht, ich rede davon, dass die beiden zusammen singen. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Sie waren früher häufig hier und haben beide gesungen, aber nun sind sie so beschäftigt. Hey, ihr solltet sie mal wieder zum Singen herbringen. Alter, machen wir mal. Ich denke, ich bin irgendwie neugierig geworden. Reden wir mal mit Devola. Hey. Kann ich dich um einen Gefallen bitten, Devola? Du bittest mich um einen Gefallen? Jetzt habe ich alles gehört. Ich habe gehört, dass Popola und du früher in der Taverne gesungen habt. Ich hatte nie die Gelegenheit, es zu hören, daher... Moment mal, du möchtest uns singen hören? Popola hat in letzter Zeit alle Hände voll zu tun, daher habe ich schon ewig nicht mehr mit ihr gesungen. Aber wenn sie einverstanden ist, bin ich dabei. Hm? Mal sehen, was ich heute für dich habe. Welchen Auftrag möchtest du als erstes erledigen? Muss ich hier Aufträge machen? Also sie hat immer Aufträge. Brechen wir das erstmal. Komm später wieder, wenn du Zeit hast, okay? Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr ganz genau, was man machen muss. Is there really nothing that can cure the Black Scroll? No medicine in the works of man can hope to stand against it. There has to be something. Perhaps a drug exists to temporarily ease the pain, but none can truly eradicate the disease. Damn it! But if the legend is true, then I hold the key to saving your girl. You're right. I have to hold on to that. Ha! That's the spirit. Ja, hört auf den guten Mann. Ja, ich glaube, wir sollten nur in die Taverne, um Sidequests anzunehmen. Mehr war das nicht. Übrigens, ich werde noch erklären, warum ich ganz besonders hier den Anfang des Spiels nicht mehr gut kenne. Ja, gesagt, nach dem Fishing-Minispiel habe ich das Spiel wirklich für ein paar Jahre weggelegt und wirklich dort wieder angefangen, wo ich aufgehört habe. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ich werde euch das noch zu gegebener Zeit alles erklären. Aber sprechen wir erstmal mit Popola. Hey. Hey, kann ich dich um einen Gefallen bitten, Popola? Klar, worum geht's? Ich habe gehört, dass Devola und du früher in der Taverne gesungen habt. Ich habe mich gefragt. Ach du meine Güte, das haben wir schon seit langem nicht mehr gemacht und ich... Nein, tut mir leid, ich denke nicht, dass ich das tun kann. Warum nicht? Nun, ich benötige ein bestimmtes Getränk, um in der Öffentlichkeit zu singen. Ich bin ein bisschen schüchtern, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist eine Taverne, Popola. Ich bin mir sicher, dass sie es haben.
Genau genommen haben sie dieses Getränk nicht mehr. Sie haben es für mich gewöhnlich in der Taverne von Meeresfront bestellt. Vielleicht solltest du dort mal nachfragen. Ja, könnten wir mal zu gegebener Zeit machen. Könnten wir mal machen. Au. Wie er immer ohne Schaden hier landet. Ich denke aber jetzt eh, dass Müllberg uns auf der Karte markiert ist. Ich könnte mal überlegen, ob ich einen Sidequest-Part machen soll oder nicht. In der Regel, ich guck mir die, ich habe die auch immer so ein bisschen angenommen und je nachdem, was ging, habe ich halt gemacht nebenbei. Aber sonst jetzt nicht großartig darauf gezielt, nur gespielt. Außer ein paar. Es gab ein paar, die habe ich unbedingt gemacht. Medizinische Kräuter. Nice. Ja komm, aber gehen wir mal Richtung Müllberg. Dort, wo dann wieder ein bisschen Spannung herrscht. Ich meine, wir müssen ja auch was schaffen. Und, tatsächlich wäre ich recht gerne fertig, bis Nier Automata rauskommt. What do you know about this junkie? It's filled with garbage and scrap from the old one. There's all kinds of machines in there, but no one remembers how to use them. To get there, we have to cross the Iron Bridge to the northeast. In the old times, these huge metal crates used to cross that bridge all the time. Humans certainly were wise back then. If they were so smart, why are they all dead? War tatsächlich kein uninteressanter Dialog, falls ihr das mitbekommen habt. Die alte Welt und alle Menschen tot von damals. Lizard! Echsenschwanz erhalten. Nice. Ja. Das solltet ihr euch tatsächlich mal irgendwie merken und ein bisschen im Hinterkopf behalten. Sprungrollenangriffe. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe auch schon ein oder zwei Kommentare gesehen, von wegen, dass Nier, also hier der Charakter, der heißt halt Nier, deswegen heißt das Spiel Nier, und Jona 1300 Jahre alt sind. Ich habe ja gesagt, vergesst erstmal den Anfang, das meine ich ernst. Behaltet das ein bisschen im Hinterkopf, aber versucht es nicht zu verstehen, ihr werdet es. Oh, wir können hier angeln. Tja. Als ob ich hier freiwillig angehen gehe. Ich kann mich hier hoch. Wie kann... Ach, da ist die Leiter. Alles klar. Nier, hallo, 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 please, danke. Komm schon. Du schaffst das. Schneller. Ja, ja, genau so. Und jetzt hier hoch. Wie anstrengend das sein muss, so eine Treppe hoch zu springen. Was? Ich habe alles voll? Oh Mann. Ich mag meine medizinischen Kräuter, aber ich will sie alle haben. Alle. Ach ja, das Licht in dem Spiel. Oh, ich freue mich richtig auf Nier Automata. Und wenn es ein Remaster zu dem Spiel gibt. Oh boy. Ich glaube, das werde ich dann auch nochmal komplett durchspielen. Ich will unbedingt wissen, wenn sie halt eins machen, wie gut kann Platinum Games das umsetzen? Oder, was ich auch nicht verstehe ist, ich habe das Gefühl, dass nicht nur Konsumenten mittlerweile verwirrt sind, sondern auch die Entwickler und Publisher selber. Weil Remaster und Remake, die beiden Begriffe, die werden so miteinander vermixt, dass ich selbst manchmal gar nicht mehr weiß, meinen die jetzt ein Remaster oder meinen die ein Remake? Das ist so immer... Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal mitgekriegt habt, aber das habe ich halt schon... Mir wurde gesagt, ich sollte mit euch sprechen, wenn ich meine Waffen verstärken möchte. Und ob? Ich bin der beste Kaufmann in der Gegend. Normalerweise. Mein Bruder und ich bauen mächtige Dinge aus dem Schrott, den wir im Müllberg finden, aber derzeit mangelt es uns ein wenig an Nachschub. Müllberg? Nun, so nennen wir ihn. Angeblich war es einst ein Militärstützpunkt. Ich weiß es nicht genau, aber da liegen eine Menge toller Sachen rum. Es ist nicht gerade ein besonders sicherer Ort, aber wir brauchen etwas zu essen. Versteht ihr?
Wo sind eure Eltern? Unser Vater starb, als Gideon noch sehr klein war und Mama ist... Sie ist gerade unterwegs, aber ich bin mir sicher, sie wird... Mama ist schon seit Tagen, seit 7 Tagen fort. Wann kommt sie wieder zurück? Es ist eine sehr lange Zeit. Es wird schwieriger, guten Schrott zu finden. Wahrscheinlich musste sie tiefer in den Berg vordringen. Ich habe Hunger! Also solange wir euch Materialien bringen, könnt ihr unsere Waffen schmieden? Ja, normalerweise würde ich selber gehen, aber es ist ziemlich gefährlich da drin, derzeit. Kein Problem, wir machen das. Das werdet ihr tun? Ich brauche eine neue Waffe. Und außerdem benötigt ihr Inventar für den Laden, nicht wahr? Nun, ja, aber... Dann sind wir uns ja einig. Was benötigst du? Nun, um eure Waffen zu verbessern, brauche ich 3 Titanlegierungen. Die könnt ihr von den Verteidigungsrobotern im Berg erhalten. Verstanden. Hier ist eine Karte des Komplexes. Die werdet ihr vermutlich brauchen. Und bitte seid vorsichtig, es ist ziemlich unheimlich da drin geworden. Karte Müllberg erhalten. Nice. Ja. Was ich sagen wollte. Vielleicht habt ihr das schon mal mitgekriegt. Bei mir ist das ganz, mir ist das mal aufgefallen. Und zwar als Crash Bandicoot die Remakes angekündigt wurden, wurden sie Remaster genannt, obwohl sie eigentlich doch Remakes sind. Ich meine, die sind komplett neu entwickelt worden. Das ist ja nicht einfach nur ein Grafik-Update. Sollte auch gar nicht technisch von der... Warum speichere ich? Nein, ja, ja, abbrechen. Sollte auch gar nicht technisch von der Engine her funktionieren können. Das fand ich halt super seltsam. Na. Aber sonstige Sachen werden halt immer HD-Remaster genannt. Oder manchmal... oder ich glaube, bei Twilight Princess haben es auch alle HD-Remake genannt, was ich auch super seltsam fand. Weil es einfach nur ein Remaster eigentlich ist. Also mittlerweile finde ich, ist das so undeutlich geworden, dass ich selbst nicht mehr weiß, was ist eigentlich Remake oder Remaster. Vielleicht sollte ich mal ein Video dazu machen. Schreibt es mal in die Kommentare. Übrigens noch mehr Rückstände der alten Welt, wie sie es genannt haben. Ich guess the power source is still operational. Not that we'd have any idea how to use it. Ruins from ancient times patrolled for eons by unstoppable machines. And now we bust them up and take the parts. Fliegt ihr in die Luft? Yep, ihr fliegt in die Luft. Das hier ist übrigens, der erste, sagen wir, richtig coole Dungeon. Und ich meine auch nicht nur von Musik her und allem, sondern ich fand den halt echt cool, den Dungeon. Und ja, wir haben wieder einen Dungeon, Leute. Nice, oder? Er scheint abgeschaltet zu sein. Fuck, hier können wir also noch nicht lang. Wie man sieht, jetzt wird es auch unlinearer und ich habe es tatsächlich damals geschafft, mich hier zu verlaufen. Und als ich auch diesen Dungeon betreten habe, weiß ich noch recht gut. Ich meine, ich war plötzlich überrascht, dass hier schon so ein Sprung quasi ist im Spiel. Weil ich habe halt natürlich davor gespielt und dachte mir so, oh lol, ist das langsam. Aber Freunde haben mir das empfohlen, meinten, oh, das Spiel ist voll gut, das Spiel ist voll gut. Und ich habe sie halt jetzt nicht so ganz für bare Münze genommen. Oh fuck, 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 fuck. Geh weg, Roboter. Geh weg. Au, au, au. Ein bisschen beschießen. Ja, komm schon. Die Faust ist stark. Seltene Items, ja, ja. Nehmen wir das mal mit. Kaputte Antenne. Nice. Und nochmal eine kaputte Antenne. Ja, ich habe sie halt nicht ganz ernst genommen, als sie mir sagten, das Spiel ist großartig. Ich habe es mir halt gekauft. Ich glaube, ich habe es echt sportbillig gekriegt für einen 5er oder so. Und dachte mir, warum nicht? Er scheint abgeschaltet zu sein. Fuck. Ja gut, hier sind wir wohl auch nicht ganz richtig. Müssen wir uns weiter umschauen. Kann ich hier lang? Eventuell. Oder bin ich von hier gekommen? Nein, ich bin hier nicht gekommen. Von hier nicht gekommen. Ah, geht weg. Friss meine Faust! Und dich schiebe ich ein bisschen weg. Ah. Both would be
Ja, übrigens, was mir auch manche gesagt haben, ja, das Spiel ist manchmal arschleise. Das hat auch ein bisschen was mit der Audioabmischung zu tun und ist nicht ganz so in meiner Macht. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich damals, meinen Fernseher teilweise ziemlich laut machen musste, damit ich die Stimmen vernünftig höre. Oder halt die Musik. Ich kann mal ja schauen, ob ich hier ein bisschen was machen kann. Wo ist es? LB. Ja, kann ich eigentlich anmachen. Beute anzeigen. Ja, ist mir egal. Lautstärke Musik. Ein bisschen leiser. Die Sache ist die. Manchmal sind die Stimmen trotzdem sehr, sehr leise. Und die andere Sache ist natürlich, ich kann die Musik sehr leise machen. Aber die Musik ist einer der besten Parts hier im Spiel. Von daher. Ne? Und wie gesagt, es ist halt später generell so, dass... Ich glaube, ich habe damals sogar die Musik recht weit runter gedreht. Und es war trotzdem ziemlich leise von den Stimmen her. Ich musste deinen Fernseher einfach lauter machen. Dann hat es irgendwie gepasst. Es war schon komisch. Es stand, als wären wir eingeschlossen. Na, das war weiß. Fuck. Welche Stimme verkackt. Ah! Ja, das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich mal hier die Lebensanzeige sehe. Sowas finde ich immer sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, es ist so eine Kleinigkeit in Spielen. Aber es macht das Ganze irgendwie angenehmer. Warum auch immer. Ich kann es nicht ganz erklären. Aber ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Lebensanzeige von Gegnern zu sehen ist irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie ist das halt wesentlich besser, als wenn man keine hat. Übrigens ist das halt einfach nur ein Enemy Rush sozusagen. Einfach nur ein paar Gegner töten und überleben. Das Nervige daran ist natürlich, dass sie uns ziemlich stark verletzen können, wenn sie in die Luft fliegen. Ah. Und wir noch nicht wirklich viel Magie haben, aber ich glaube die Regeneration, ich weiß nicht, ist sie schneller? Ich bin mir gar nicht sicher, aber... Ah, kaputter Arm. Okay, wir sind wieder frei. Wie ihr seht, man kann sich hier gut verlaufen, ne? Und ich meine, der Dungeon hat auch mehr als so ein Stockwerk. Es scheint, als wären wir eingeschlossen. Schon wieder. Was bist du eigentlich für ein Vollidiot? Naja, aber wieder zu meiner Geschichte. Also, ich habe das Spiel halt lange liegen gelassen. Und hier war wirklich so der Punkt, wo ich mir dachte, oh lol, das Spiel hat ja Qualitäten. Außer die Musik. Die Musik fand ich immer großartig. Und weil ich damals auch so recht jung war, fand ich es auch irgendwie cool, dass der Charakter so ein bisschen, keine Ahnung, bescheuert drauf ist, von wegen immer töten und alles. Ich sollte mir ein Heil-Item reinziehen. Items. Alle Items, medizinische Kräuter. Ja, gib mal her. So, einfach aufs Maul hauen. Na komm her. Ich finde super, dass der Knockback von den Schuss hier so großartig ist. Der ist zwar nicht stark, aber der Knockback ist super. Damit können wir sie uns ein bisschen fernhalten. Weil das macht die Faust jetzt nicht so ganz. Naja, ab hier habe ich auf jeden Fall innerhalb von wenigen Tagen das Spiel auch echt durchgespielt. Von daher, ihr könnt mir ein bisschen vertrauen, wenn ich sage, ab hier fängt das Spiel an besser zu werden und das auch storymäßig. Obwohl, Story kommt noch ein bisschen in so die zweite Hälfte ist halt sehr, sehr storylastig. Die erste Hälfte ist mehr so, ja, lernt die Welt und Charaktere kennen. Ah, wir können raus. Nice. Haben wir jetzt eigentlich alles an Titanlegierung bekommen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir haben ein paar bekommen, aber ich weiß nicht, ob das alles ist. So, Pfeil draufhauen. Nice. Ja, oh. Geht weg. Nice. Was halt auch super ist, ist halt dieses Zusammenspiel mit der Magie. Und später haben wir noch ein bisschen mehr Sachen. Da können wir auch, das kann ich euch eigentlich schon mal verraten, wir können dann auch zwischen Waffen rumwechseln. Das macht halt das ganze Spiel auch noch gameplay-technisch besser. Warum es nicht von Anfang an frei ist, ist halt so eine Sache. Da würde ich eher sagen, das hat Plotgründe. Eventuell. Titanlegierung. Das sollte reichen.
Ja, gut. Dann gehen wir zurück. Und falls ihr euch fragt, das war der ganze Dungeon. Nö. Da kann ich euch auch beruhigen. Das war nicht der ganze Dungeon. Wie komme ich raus? Jetzt hier? Okay. Hier lang. Und am besten gar nicht mehr tun. Also gar nicht verlaufen. Obwohl, das kriegt man hier recht gut hin. Das ist aber auch wieder so eine Sache. Hier sieht doch vieles sich sehr ähnlich. Von daher, zum Glück haben sie eine Karte hier. Zum Glück. Ohne Karte wäre es halt echt ein bisschen schwierig und anstrengend. Aber so an sich geht da voll klar. Und ja. Der Dungeon ist tatsächlich nicht so basic, wie ihr vielleicht denkt. Kann ich jetzt hier rein? Nö. Also von daher, ne, macht euch da keine Gedanken. Und ich weiß, ein paar Leute sagen so, ja, das Spiel ist ein bisschen, ist jetzt nicht so spannend, ist ein bisschen abtörend. Ich kann das nachvollziehen. Ich meine, ich habe genauso reagiert, aber wirklich, wenn ihr ein bisschen Interesse habt und euch denkt, okay, komm, ich gebe dem Spiel eine Chance, dann gebt dem Spiel eine Chance. Deswegen, ich werde jetzt auch nicht viel Sidequesten, sondern eher vorankommen, damit wir zum guten Part des Spiels kommen, weil es ist halt einfach so, dass man... Dem Spiel muss man ein bisschen Zeit geben. Dem muss man ein bisschen Zeit schenken und sich drauf einlassen. Und ich glaube, dann kann man auch was Gutes erwarten. Aber hey, wir kommen recht gut voran. So ein Part, immer so ein Teil. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich bin einsam. Ich will meine Mama. Hallo. Wir haben deine Materialien. Ah, vielen herzlichen Dank. Ich werde eure Waffen sofort aufrüsten. Normalerweise müsstet ihr dafür bezahlen, aber dieses Mal ist es umsonst. Düm, düm, dü, dü, dü. Waffe verbessert. Schmied, du kannst deine Waffe verstärken, indem du das benötigte Material zu zwei Brüderwaffen beim Müllberg bringst und eine Gebühr entrichtest. Bitteschön. Und danke nochmal, damit sollten wir den Laden eine Weile weiter betreiben können. Mama! Was stimmt jetzt nicht? Es tut mir leid, er ist einfach nur ungeduldig und denkt, wir sollten nach Mama suchen. Wir müssen einfach nur warten, okay? Sie wird bald zurück sein. Mama! Halt deine Schnauze. Weiß. Ja, ich weiß, wir ziehen los, um die verlorene Mutter zu retten, nicht wahr? Bitte, nein, ich schulde euch bereits mehr, als ich jemals begleichen kann. Spaß dir. Das kümmert mich nicht. Ihr versteht es nicht. Unsere Mutter ist... Ja? Schon gut. Mama hat sich gewöhnlich ziemlich tief in den Berg vorgewagt. Ich denke, sie hat häufig den Aufzug benutzt. Daher gebe ich euch mal lieber den Aktivierungscode. Den Aufzugs... Jesus Christ! Aufzugsaktivierungscode erhalten. Na gut. Dann gehen wir mal los. Obwohl, wir können mal ganz kurz gucken, ob wir unsere Waffe verstärken können. Wäre ja nicht verkehrt, wenn das geht. Mama hat früher immer den Aufzug nach unten genommen. Die Roboter im unteren Ebenen sind ziemlich stark, also seid vorsichtig. Oh, außerdem. Ich kann eure Waffen jederzeit verstärken. Nice. Items kaufen. Hast du irgendwas Cooles? Er hat Erz. Das ist schon mal nice. Das ist schon mal echt nice. Ich würde aber sagen, wir... hallo? Ja. Waffe verstärken. Schmieden. Namenloses Schwert ist schon sowieso auf Stufe 2. Wir brauchen 1000 Gold. Titanlegierung haben wir nicht. Kaputte Säge haben wir nicht. Ja gut. Ah, das wird einiges an Angriffsboost geben. Kann er uns das kaufen? Können wir das bei ihm kaufen? Waffe verstärken. Na, fuck. Ach, komm schon. Ich mach nur Bullshit. nee, fuck. Okay, gut, wir kriegen das nicht. Wir können doch mal gucken, was es so für Wörter gibt. Grimmer Weiß. Waffe, nee, Wörter. Hier auf Waffen. Pa. Haben wir irgendwas anderes? Ja, Angriff 2. Ja gut, also eher wenig. Haben wir was auf Magie? Dunkle Hand. Ja, da haben wir was. Dunkle Explosion. Da haben wir noch nichts. Könnten wir eigentlich Magie draufpacken, oder? Ein bisschen mehr. Dunkler Speer, da könnten wir auch was drauf tun.
Oh ja, auch nochmal Magie plus 2, warum halt nicht, ne? Was hält uns davon ab? Ausweichen, was können wir da machen? Stärke plus 2%. Ja, komm, machen wir das. Und verteidigen. Packen wir auch einfach Stärke plus 2% drauf, warum halt nicht? Wer will mich daran hindern, hä? Ja gut, also, ich überlege gerade. Ich weiß nicht, wie lang jetzt das ganze Neumüllberg ist. Theoretisch können wir einfach mal zum Aufzug. Ich meine, hey. Wir können zum Aufzug. Und dort werde ich dann den Part beenden. Das gönne ich euch noch. Wir müssen ja Progress machen. She said she'd be deep inside the mountain, right? If I may ask, what is it that possesses you to meddle in their affairs? Growing up without parents is tough. I just want to help however I can. Das ist halt wieder so die Frage, ist das wieder mehr sowas, was zu Bruder Nier passt, also zur Bruder-Version? Oder passt das hier zu dem Charakter? Im Prinzip ist es halt auch wieder offen. Ist aber ein bisschen verständlicher beim Bruder, würde man sagen. Wenn er jünger ist, ne? Aber auf der anderen Seite, ne, so zwei Jungen ohne Eltern und dann so da der Vater, der sich um die Tochter kümmert. Interessant, wie das Writing tatsächlich sehr, sehr oft einfach zu beide Charaktere funktioniert. Also so aus beiden Perspektiven. Ich meine, oft ist das ja so, dass das Alter irgendwie auch eine gewisse Rolle beim Charakter spielt. Und ich finde, das hat das Spiel schon ziemlich gut gemacht, das sehr gut auf beide irgendwie aufzuteilen. Ja komm, erstes Obergeschoss. Los! So fahre er hinauf. Ich bitte darum. Und er ist da. Nice. Und hier sind sofort ein paar Roboter. Ja. Nice. Zwei getroffen. Und dann noch einer. Die Faust ist halt echt richtig gut. Falls ihr euch fragt, ne? Ich bleib halt immer wegen dem Loot bei den Robotern, weil... Naja. Wäre halt nicht verkehrt, wenn wir da was mitnehmen. Wäre halt echt nicht so falsch. Was ist hier? Ist hier was? Als ob hier nichts ist. Hallo? Ich rieche es! Hier ist was! Hä? Oh, man! Dann halt nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich den anderen Aufzug nehmen. Eventuell. Möglicherweise. Ich meine, es gab noch einen anderen. Ansonsten mache ich hier gerade wieder Bullshit. Wie gesagt, ich bin hier nicht so bewandert drin wie Kingdom Hearts. Sorry. Schauen wir mal kurz auf die Karte. So, von da sind wir gekommen. Also würde ich eher dann vorschlagen, dass wir hier lang tuckern. Hier müsste es auch... Friss meine Faust. Ah, alle drei. Ha. Was sagt ihr jetzt? Da sagt ihr gar nichts, oder? Gebt mir euren Loot. Übrigens, als ich Nier Automata gesehen habe, war mein erster Gedanke, Müllberg? Das habe ich halt echt gedacht. Weil, keine Ahnung, mit den ganzen Robotern da habe ich irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie dachte ich sofort an den Müllberg aus irgendeinem Grund. Hat mich halt auch so von der Umgebung so ein bisschen dran erinnert. Das Rostige, dieses Heruntergekommene, aber trotzdem irgendwie technisch Entwickelte. Aber vielleicht sieht man, woher das bei mir kommt. Scheint, als wären wir eingeschlossen. No! Okay. Da... Fuck. Dann halt nicht. Da muss ich ja nah an dich ran und dich kaputt kloppen. Bis ich mehr Magie hab. Vorsicht. Geh kaputt. Oh, ich habe den anderen mitgetroffen. Sehr schön. Den habe ich nicht erwischt. War aber auch blöd gezielt. Na komm. Faust, so lade sie sich auf. Ja.
Was willst du, hä? Sprich mit meiner Faust. Okay. Gut, schauen wir mal, ob wir hier den Aufzug dann finden. Das sieht doch nach einem Aufzugraum aus, oder? Oh nein, hier sind wir eingeschlossen, oder? Yep, natürlich! Natürlich sind wir eingeschlossen. Dann war es der andere Weg. Na komm her. Ich weiß genau, dass du hier bist. Da kommt noch jemand. Ich mag das nicht, dass ihr immer so mit euren komischen Elektrosachen ankommt. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Das kommt mir sehr, sehr ungelegen und ich finde das halt echt nicht angenehm. Es wäre nett, wenn ihr damit aufhören würdet, okay? Ich meine, was soll das denn? Was denken sich diese Roboter eigentlich? Oh fuck, was habe ich da angestellt? Da habe ich nur auf den Charakter, also nur auf den Roboter geguckt, aber nicht geguckt, wie mein Charakter gerade guckt. Na komm. Da ist er auch kaputt. Langsam ist gut, oder? So, gib mir deinen Kram. Als ob da noch einer kommt. Please. Das war fucking seltsam. Aber okay. Da ist er trotzdem kaputt. Eine Faust trifft immer. Ach, die können schießen, oder? Wegen euren roten Lampen. Ihr seid sicher solche ekligen Schießroboter. Die irgendwie gerade nichts machen. Ist eure KI etwa kaputt? Versteht ihr, weil es sind Roboter. Oh Gott. Na gut. Aber ich würde sagen, das soll es erstmal soweit vom Part gewesen sein. Und beim nächsten Mal erkunden wir weiter hier den Dungeon. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.